Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, es ist Sommer Sale im PSN Store und ja, der ist voller Platin Games, alles reduziert. Also für Schnäppchenjäger und Platin Hunter ist da auf jeden Fall einiges dabei. Und in diesem Video möchte ich euch mal kurz ein paar Games zeigen, ja, die stark reduziert sind und die schnell und einfach zu platinieren sind, ja. Also Augen auf im PSN Store und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, also fangen wir mal an hier mit Sakura Sakubus 1 und 2. Gibt es aktuell für 6,99 € pro Game. Das Ganze ist Cross-Buy, PS4 und PS5. Bedeutet, ihr bekommt für einen Kauf wieder zwei Versionen, könnt das Ganze dementsprechend doppelt platinieren. 13 Trophäen hat das Ganze insgesamt. Und Dauer der Platin 5 bis 10 Minuten, also ja, Teil 1 5 Minuten und Teil 2 maximal 8 Minuten. Dann geht's weiter hier mit Donuts in Justice. Das Ganze gibt's für 3,74 €. PS4 und PS5 wieder Crossbuy. 14 Trophäen gibt's dafür insgesamt. Und Dauer der Platin etwa 20 Minuten. Ja, das Game macht auch richtig Bock. Kann ich nur empfehlen. Ja, dann geht es hier schon weiter mit dem nächsten Sables Grimoire. Das Ganze gibt es für 9,09 €. Ist auch wieder PS4 und PS5 Crossbuy. Also wieder zwei Versionen pro Kauf. Ja, 40 Trophäen hat das Ganze insgesamt. Dauer der Platin etwa 30 Minuten. Ist auch wieder ein textbasiertes Game. Ja, also wirklich sehr, sehr easy. Dann geht es hier weiter mit Jack and Jill DX. Ja, das Ganze gibt es für 1,49 €. Nur für PS4, 12 Trophäen hat das Ganze insgesamt und das Ding könnt ihr in knapp 10 Minuten hier platinieren. Also kann ich auch sehr empfehlen an alle Platin Hunter, auf jeden Fall mal. So, dann geht's hier weiter mit One Escape. Das Ganze gibt's für 2,99 €, PS4 und PS5 Crossbuy. Das Ganze hat 16 Trophäen und Dauer der Platin etwa 25 Minuten. Das ist ein kleines Rätselgame hier, alles wirklich sehr, sehr easy, sehr, sehr simpel. Ja, wer das noch nicht hat, ja, kann sich das auf jeden Fall holen. Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, das Ganze. So, das nächste Game haben wir hier mit Gravity Duck. Das Ganze gibt es aktuell für 1,49 €. Leider nur für die PS4-Version, also kein Crossbuy. 12 Trophäen habt ihr da insgesamt zu holen. Dauer der Platin etwa 10 Minuten. Ja, also ist auch wirklich sehr, sehr simpel, sehr, sehr schnell und easy hier zu platinieren. Kann ich dementsprechend auch empfehlen an alle Platin-Hunter. Ja. So, das nächste haben wir hier Blind Man, das Ganze gibt es für 2,49 €, hat 13 Trophäen insgesamt, ja, für die PS4-Version brauchen wir dafür etwa 10 Minuten, ist auch wieder so ein, ja, textbasiertes Game hier, Visual Novel, ja, also wirklich sehr, sehr simpel, sehr, sehr easy, ist wirklich sehr schnell zu platinieren. So, hier mal das nächste Game, Super Weekend Mode für 1,99 € aktuell. Ja, auch PS4-Version hier, 12 Trophäen hat das Ganze insgesamt. Ja, auch das hier ist in etwa 10 Minuten platiniert, ja. Also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, ja. Wie gesagt, also der PSN Store ist im Moment wirklich voller Platin-Games. Also da wird sich mit Sicherheit einiges finden. Ja, dann haben wir hier noch Mochi Mochi Boy für 1,99 €. Auch wieder PS4-Version hier. 12 Trophäen hat das Ganze insgesamt und ich denke mal, dafür braucht ihr etwa 15 Minuten. Ja, ihr seht, das Ganze erinnert ein bisschen an Snake. Ja, also ich habe das Ganze auch mal platiniert. Kann man auf jeden Fall machen, ist wirklich sehr, sehr easy hier. Ja, ganz gechillt. Könnt ihr hier die Platin auf jeden Fall mal einsammeln.
Und hier das letzte Game, was ich euch vorstelle, ist Bouncy Bullets, 1,49 € das Ganze, PS4-Version, 13 Trophäen insgesamt und auch hier werden wir etwa 15 Minuten brauchen, um das Ganze hier zu platinieren. Ja, ist wirklich eigentlich ein ganz cooles Game, hab das Ganze damals auch platiniert, kann ich also auch sehr, sehr empfehlen. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich voll, ja, der PSN Store Summer Sale haut wirklich richtig rein hier. Ja, also ihr seht, Leute, ja, der Summer Sale hat es auf jeden Fall in sich. Es sind einige Games hier am Start. Ich habe euch jetzt, glaube ich, 10 Stück oder so gezeigt, was noch längst nicht alles war. Also es gibt noch ein paar Stück, ja, also schaut einfach mal im PSN Store vorbei. Haltet die Augen auf, ja, da gibt es mit Sicherheit noch das eine oder andere, was ihr vielleicht noch nicht habt. Und ja, könnt es euch für wenig Geld holen, noch schnell platinieren, um eure Trophäenliste hier weiter auszubauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.